Wie erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch? Ich hatte einen Bohrer und etwas Lachgas mitgehen lassen. Am nächsten Tag wurde ich aus dem Kindergarten geworfen. Das hat man davon. Ich guck mich jetzt mal hier ein bisschen um. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Cole hat nie... Der Elefant, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Gibt's denn hier keinen Zahnarzt? Ich nenne es Etüde für Gol in A7 oben kariös. Kann ich hier hoch? Nee, ne? Ein bisschen übersehen. Nö. Klopf, klopf. Oh, darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes. Hey, Dad! Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu. Solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste. Ciao. Oh, nicht doch. Scheibenkleister, ich habe sie verpasst. Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice. Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja, es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach, egal. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Ich bin am Ziel. Und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe. Na, zu das Wasser bestimmt kalt, oder? Können wir hier mit irgendwas machen? Wieso? Das ist doch... Okay. Hä? Wie, das ist doch... mit dem Klo kann ich nichts machen. Wobei, warte, könnte ich vielleicht... Nanu, Toni hatte recht. Nicht alles ist lustiger mit Monsterfußpantoffeln. Ich muss mich wohl doch beim Bestattungsdienst entschuldigen. Die erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich hatte am nächsten... Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen, lieber nicht versauen. Genozidpläne hin oder her. Er ist... Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen. Genozid... Oh, ich sehe gerade, dass deine Zeit abläuft. Oh, oh. Habe ich gar nicht mitbekommen. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Das war aber kein schöner... Probier's noch... Das war... Probier's noch...
Wahrscheinlich müssen wir hier hin, wo nichts ist. Das probier's. Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. So griesgrämig, dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem. Ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je! Da hat doch wieder so ein Halotri den Schlegel geklaut. Mach nichts. Dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nein, ich muss schleunigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Ach du dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? The Chronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay, vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fun Zone. Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquete lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Sieh es ein, dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber... Aber, wenn du mich suchst, ich bin in der Funzone. Willkommen in der Funzone! Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis! Wähle eine von vielen Attraktionen aus und vor allen Dingen habe Spaß! 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 Okay, ich kann mir jetzt aussuchen, glaube ich. Fun Score 0. Bällebad. Okay. Wie lenke ich das denn? Ah. Oh, von wo? Okay. Verrückt. Dann gehen wir mal zum Golfen. Gar nicht so einfach wie mein Ding. Thank you.
War das jetzt richtig oder war das jetzt falsch? Scheint richtig, ey. Autorennen oder Pool? Ich glaube, wir nehmen zuerst den Pool. Okay, blubbern. Okay. Das sollten wir unbedingt wiederholen. Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Hm? Oh. Ach nee, das ist nur mein Chronicle. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn du nicht... Hä? Und warum regt er sich so auf? Keine Ahnung. Ich verstehe nur... Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor... Es bläht der Chor. Also, für mich klang das eher wie... Zeitreset steht kurz bevor. Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich... Oh oh. Scheibenkleister, ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist okay, da? Okay, jetzt muss ich mich beeilen, anscheinend. Die Dienstbots haben Robo-Kudings da. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Wieso gibt es denn jetzt ein Zeitreset? Das ist doch total hirnverbrannt. Ach, ich sollte mal mit Macronicle ein Hühnchen rupfen. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Rufus. Es heißt ja auch Rufus. Kuschus? Kuh. Nein, Huh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, nicht. Ach, egal. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Keiner da. Nicht doch.
Das wäre ja Amtsmissbrauch. Nicht doch. Da hängt man Dinge auf, die eine Schlaufe haben. Kleiner Tipp. Die Zeit ist es nicht. Da hängt man Dinge... Da hängt man... Okay. Ich nehme den nächsten Lift. Wie du willst. Ich glaube aber immer mehr, dass die Fun-Zone das Richtige für dich wäre. Warum muss ich alles nochmal machen? Geht wirklich langsam den Bach runter. Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Du bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopf-Memmschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanzschlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Wie wär's mit Gänsehaut? Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. Und, kommt ihr vor? Ist das nicht egal, solange... Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tanner, das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Machen kann ich auf jeden Fall nichts mehr. Etüde für Gaul in A7 oben kariös. Wie lange will er denn? Das gibt doch. Hier gibt's auch nichts weiter. Hier gibt es auch nichts, was ich noch nehmen könnte. Na, die sind ja heute los! Und
wieder verpasst. So wird das wohl nichts. Ich sag ja, es führt zu nichts Gutem, sich in den Lauf der Dinge einzumischen. Soll ich etwa auch feige durch den Luftschacht poltern? Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß. Irgendjemand muss die Kurbel am Chronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht? Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Armband auf hatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? So kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schade nur, dass Cole nicht da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann werden wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber was hab ich nur angerichtet? Ah, das ist der Schlägel. Sehr gut. Dafür brauche ich nur meine und mein Musik. Das war aber, probier's! Das war aber kein, probier's! Das probier's! Könnte ich denn eventuell, wenn ich den zurückhänge? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Nee. Nicht? Nanu, Toni, nicht alles ist. Ich muss mich wohl. Dann schauen wir bei der nächsten Folge, ob ich weiterkomme.